Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Dark Souls. Ja, nach dem kleinen Intermezzo in den letzten beiden Folgen, würde ich sagen, können wir uns wieder auf den Weg zurück machen Richtung die Tiefen. Und dann machen wir das doch. Wir müssen uns überlegen, der schnellste Weg dahin. Ja, da müssen wir wieder hier durchlaufen. Vielleicht können wir noch ein, zwei kleine Seelen hier abgreifen. Und dann. Ja. Upsi. Upsi. Oh. Okay. Ja, ich sollte vielleicht ja weggehen. Das ist vielleicht nicht die. Der. Junge, Junge, Junge. Was geht? Was rasten die denn da oben schon wieder alle aus? Pam. Alten Ausrastellis da oben. Und tschüss. Ich sagte und tschüss. Wow. Na. Daneben. Ja, was sag ich unser Menschlichkeitsstatus? 12 Stück haben wir. Hm. Ja. Naja. Müssen wir mal schauen. Haben wir ein paar vergeudet. Wir müssen auch noch gegen die große Brückenwiebern kämpfen. Hier in der untoten Stadt. Aber ich glaube, damit lassen wir uns auch noch ein bisschen Zeit. Erstmal möchte ich mich jetzt nochmal in hier unten umschauen. Hat sie noch irgendetwas zum Verkauf? Oh, das hat sie schon gesagt. So, was kostet der Spaß eigentlich? 500? Da können wir uns einen von kaufen. Ich würde mir gerne tatsächlich gerne mehr kaufen. Aber, Moment, wie viel hat sie denn jetzt? Frag mich, ob man bei. Also. Ach, egal. Ich habe ja nur gerade gefragt, woran man jetzt genau sieht, wie viele Gegenstände ein Händler einer Sache. Von einer Sache im Verkauf hat. Aber. Naja, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so wichtig. Warte mal, wo geht's überhaupt lang? Hier lang müssen wir diesmal. Ich habe immer noch so ein bisschen. Mein Muskelgedächtnis zieht mich immer nach rechts, wenn ich aus dieser Tür da oben rauskomme. So. Ah, hier war es ja so dunkel. Ich erinnere mich. So, hier von hinten kam, glaube ich, noch einer. Also, ne? Au. Obwohl die nichts. Also, die geben jetzt nicht so viele Seelen. Aber. Ich glaube, das ist echt noch eine schwächere Variante von den Hobos im in Undead Burg. Quatsch, nicht in Undead Burg, sondern in dem Untoten Asyl. Die sind tatsächlich ein bisschen stärker, glaube ich. Und einmal. Zack. Pam. Ja. Ach, jetzt die Frage. Sollen wir mal probieren, da runter zu springen? Da gab es ja hier. Gab es ja hier eigentlich noch eine Möglichkeit weiter runter. Aber von dem Hintergrund, dass wir eigentlich noch gar kein ordentliches. Oder? Ach komm, lass uns das machen. Da ging es ja nochmal raus. Hier hinten ging es raus. Oh ja, jetzt haben wir die natürlich alle hier angelockt. Und, upsie. Zwei?
Hier so eine kleine Lebensversicherung noch mal kurz einschmeißen. Oh, das war ja ganz geschickt. Also ich meinte, dass es hier irgendwie... Was war das? Achso, der Blutfleck. Können wir mal berühren. Wir haben so selten Blutflecke berührt. Apropos, wo sind eigentlich die ganzen... spiele ich offline? Wo sind eigentlich die ganzen Markierungen? Ich sehe gar keine. Naja, ich habe auch eben nicht drauf geachtet. Oh, ich muss den Monitor mal ein bisschen... Ja, interessante Perspektive. Ja, wollen wir hier runter? Wenn wir drauf gehen, müssen wir vom Lagerfeuer wieder zurückgehen. Aber egal, ich riskiere es mal. Wo sind wir gelandet? Bei einer großen Ratte. Oh oh. Ist hier noch irgendwas? Ich frage mich gerade, ob es irgendwas gibt, was die Ratte vielleicht nicht mag. So an Buffs. Meint ihr, Ratten mögen Feuer? Ein Spinnenschild. Lass uns das mal anschauen. Aber ich gehe mal da hinten hin, weil da ist es nicht so laut. Ist mir hier zu laut. Man hört hier das Rauschen des Wassers so stark. Hier ist es nicht so laut. Also, dann... Was ist das Spinnenschild? Ah, auch physisch 100. Weniger Magie, aber dafür mehr Feuer und Blitz. Und mehr Haltung. Wollen wir das mal ausrüsten, ein Weilchen? Skaliert mit Stärke. Und das Gewicht scheint das gleiche zu sein. Also das ist halt gut gegen Magie. Und das ist gut gegen eher so andere Dinge. Vor allem gegen Feuer. Lass uns das mal ein Weilchen ausrüsten. Wie ist denn die Lore dafür? Der Schild der wilden Bergbanditen. Ein Schild von ungewöhnlicher Form mit einer schwarzen Spinne darauf. Widersteht Gift. Wo konnte man denn das ablesen? Ah, widersteht Gift. Wo sieht man das? Weil das ist halt total wichtig eigentlich. Giftresistenz. Warte mal kurz, wenn wir jetzt das reinschmeißen. Dann verändert sich die Charaktergiftresistenz verändert sich dann aber nicht. Ey, bin ich denn blind? Wo kann ich jetzt hier ablesen, dass wir eine spezielle Giftresistenz haben? Ich sehe es nicht. Tut mir leid, ich kann es gerade nicht erkennen. Naja, wie auch immer. Ich wollte... Moment! Haha! Lass uns doch mal was ausprobieren. Guck mal hier. Was passiert jetzt? Ist das cheesy? Das ist, glaube ich, ziemlich cheesy, ne? 186. So, jetzt haben wir 3 davon verbraucht. Haben wir denn noch... Vielleicht haben wir ja noch ganz normale Brandbomben. Die sind nicht so... Genau, die haben wir auch noch. Wie viel machen die? Auch nicht schlecht. Okay. So. Das war sehr cheesy. Kriegen Menschlichkeit. Und 1000 Seelen, das war auch nicht so viel. Die hätten wir wahrscheinlich auch ganz locker so umbekommen. War wahrscheinlich eher eine Verschwendung von Brandbomben. Er hier. Er hat es auch bis in die Tiefen geschafft. Oh, cool. Wir kriegen ja von hier. Oh, interessant. Okay, also hier geht es auch nochmal gefährlich runter. Möglicherweise ist das unser einziger Ausstieg? Fragezeichen. Das ist der einzige Weg hier raus. Da kommen, haben wir hier noch eine Möglichkeit. Guck mal, hier ist auch noch was. Oh. Oh, nee. Habt ihr es gehört?
Komm her. Was passiert hier? Okay, an wem oder was ist er gestorben? Hat sich das genommen und ist wahrscheinlich von der Ratte aufgefressen worden. Aber wenn wir hier runtergehen, dann hören wir wieder dieses Geklacker. Warte mal, ist auch eine Falle. Da hören wir wieder das Geklacker. Ich komme hier, die Ratte, die lockt uns wieder irgendwo hin. Die lockt uns hier in irgendeine Falle. Wow! Oh oh. Guck mal, das ist ja geil. Wenn wir das Schild hochhalten bei einer Attacke von einer Ratte, kriegen wir kein Gift, ne? Wisst ihr Bescheid? Kriegen wir keinen Giftmalus mehr. Hier sind ein paar miese, große Ratten. Was ist hier? Frag mich, ob wir hier schon mal waren. Ach nee. Das ist so ein enger Gang. Da macht das natürlich nicht so viel Spaß hier, gegen diese Schlabberviecher hier zu kämpfen. Vor allen Dingen, dieser Gang hier ist ja so ein bisschen unsere Rückversicherung, falls wir jetzt gegen die Ratten kämpfen wollen da und nochmal zurücklaufen. So. Wow. Oh ja, mich erschreckt hier. Aha. Hier geht's runter. Aber ich glaube, das ist die andere Seite von... Wir sind ja von da gekommen, ne? Guck mal, hier die Leiche, die hier umliegt. Da war eine Seele drin. Oh oh, da ist noch einer von diesen Channelern. Die haben übrigens auch eine relativ interessante Lore. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht komme ich auf die Lore von denen nochmal später zurück. Eieieiei. Okay, also. Okay. Wow. Wir brauchen ein Magieschild. Guck hier. Das Schild, das blockt Magie etwas besser. Okay. Gut, den haben wir besiegt. Zack. Ich muss gestehen, ich habe mir ein bisschen mehr Schutz von dem Magieschild versprochen. Ah, guck mal hier. Eine große Kampfarena, was das wohl sein könnte. Ha. Ich weiß es, wisst ihr es auch? Naja, also, wir sind jetzt hier. Ein Stockwerk weiter unten ist der ganze Bereich, den man verflucht wird. Aber ich glaube, da möchte ich jetzt... Also, glaube ich jetzt zumindest, weil er... Ne, hinter uns... Oh, yo, dude. Ah, ihr habt mich echt gekriegt, Leute. Ihr Ratten. Hier auch? Nein. So... Hier? Oh, guck mal da. Eine große Scherbe. Das erinnert mich daran, dass wir unser Equipment nochmal ein bisschen aufarbeiten wollen und sollen. Aber ich bin ein bisschen überrascht hier, dass wir hier so reingehen können, weil ich könnte schwören, ich habe auch recht behalten, sollte recht behalten, dass dieser Bereich hier durch so eine Nebelwand abgeschnitten ist. Weil ich könnte schwören, dass ich bei meinem allerersten Spieldurchgang durch diese Nebelwand gekommen bin und von der Seite aus hier den Channeler und die Ratten besiegt habe. Aber guckt mal, ich habe doch da gerade irgendwas gesehen. Da unten, da liegen Sachen. Da liegt eine Seele oder irgendwas anderes. Das ist übrigens eine fiese Mechanik. Ich stehe ja im Moment einigermaßen sicher. Man hat immer so das Bedürfnis, über so eine Cancel-Taste die Sicht zu beenden.
Und canceln ist häufig B in Dark Souls, aber B ist auch gleichzeitig der Rücktritt. Das ist ziemlich fies, wenn man irgendwo auf einer Klippe steht und man möchte sich dann umschauen und will das Fernglas, Fernglassicht beenden, drückt B und fällt dann die Klippe runter. Das ist sehr, sehr gemein. Oh. Hier, guck mal, hier könnte es runtergehen. Und dann wären wir wieder in diesem, in einem anderen Bereich. Aber da wollen wir nicht hin. Ich möchte erst nochmal zurück zu dem, Bonfire. Wir können schon fast auf Level 31. Merke ich gerade. Ah, guck mal. Hier, die Ratte, die will uns hier... okay, ich dachte eigentlich, dass das hier aus der Kiste... War das nicht die Kiste, wo eine Ratte rausspringt? Naja, gut, dann halt nicht. So, da geht's nämlich hier zurück zum, Bonfire. Und ob wir wollen oder nicht, wir müssen... Wow, 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 wow! Na? Na, ist eigentlich nicht so schlimm. Da war ich ein bisschen sehr forsch hier. Oh. Okay, nochmal einen davon nehmen. Aber ich muss sagen, ich finde, die lassen sehr wenig Menschlichkeit fallen, die Ratten. Also dafür, dass sie bekannt dafür sind, dass man Menschlichkeit in denen farmen kann. Und ich glaube, die sollen eine Drop-Frequenz von circa 5% oder so haben. Und ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Also ich glaube, wir haben weitaus mehr Ratten getilgt, als, dass wir hier Menschlichkeit aus denen bekommen haben. Gute Nacht. So, also einmal kurz zurück zum Bonfire hier. Und dann können wir uns auch heilen. So, ich glaube, aufsteigen können wir gerade... Ne, können wir noch voll nicht. Oh, uns fehlen sogar noch einige Seelen zum Aufleveln. Da fehlt uns noch einiges. Und wie gesagt, vielleicht sollten wir... Ich möchte nur noch minimal in die... Geschicklichkeit gehen. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr in... Hin und wieder ein bisschen Intelligenz. Damit wir ein bisschen was von unserer Pyromantie haben. Vielleicht schaffen wir das ja da ein bisschen aufzuleveln. Aber ich mache noch eine kurze Pause. Eine Sekunde. So, weiter geht's. Ich muss eine kurze Pause einlegen. Ich kündige das immer an. Ich meine, ihr merkt das eigentlich kaum, aber... Ich will dich auch nicht betuppen hier, dass ich irgendwelche Abkürzungen gehe oder so. Warte mal. Eins, zwei Sachen wollte ich noch schauen. Diese Tür hier unten, war die verschlossen oder von der anderen Seite? Ah, okay, muss man von der anderen Seite holen. Öffnen. Fair enough. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch einen weiten Weg da vor uns. Moment. Die möchte ich nochmal so als Notnagel austauschen gegen ordentliche Bomben. Nein, 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 nicht vergiften. Wow. Die sind schon relativ hinterhältig, diese Rattengeschöpfe. Muss man ja mal sagen. Und unsere Giftresistenz, die lässt doch einiges zu wünschen übrig. Lass doch gerade mal gucken, was unsere Giftresistenz... Ah, wir haben schon eigentlich somit eine der besten Rüstungen am Start, die wir in diesem Zusammenhang tragen können. Der Wandermantel bringt es da nicht so. Schwarzlederrüstung ist somit das Beste, was wir gegen Gift... Moment, war das hier schon? Ja. Das ist das Beste, was wir gegen Gift ausrichten können. Oh oh. Hier ist noch eine verwirrte Ratte. Also, weißt du, es reicht ganz knapp für, es reicht so ganz knapp für
einen Schlag hier. Dass wir mit einem Schlag die Ratten besiegen könnten. Hm, guck mal hier. Haben wir hier wirklich alles? Das kommt mir so unvollständig vor. Aber da hinten kam man nicht weiter, ne? Hm. Ey. Moin. Oh. Ein Stich und sie ist hinüber. Und wie viel? Die geben auch 100. Na gut. Na, hier haben wir eigentlich nicht so viel verloren. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen jetzt hier runter. Och. Hat die mich jetzt erschreckt. Die ist ja tot. Na, wir könnten sogar rüberspringen, wenn wir wollen. Hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm. So, jetzt wie gesagt, jetzt müssen wir nochmal Arschbacken zusammenkneifen. Jetzt geht's runter in gefährliche Gefilde. Wow. Na, oh, das war so knapp. Okay, Fluchresistenz wieder abbauen. Wir haben eine extrem geringe Fluchresistenz. Lass mal schauen, ob wir da noch irgendwas machen können. Aber das war so gemein gerade. Ich meine, wir haben noch einen Läuterungsstein, aber den möchte ich sehr, sehr ungern einsetzen. So, wo ist unsere Fluchresistenz? Liegt im Moment bei 40. Das ist nicht sehr hoch, ne? Wie können wir die denn erhöhen? Auch durch eine Rüstung. Diebesmaske, Fluchresistenz hat ja gerade mal 0. Wir haben überhaupt nichts, was uns irgendeine Fluchresistenz bietet. Nichts. Wir sind der Fluchresistenz komplett ausgeliefert. Haben wir wenigstens ein Schild. Ja, das kann man ja hier irgendwie nicht richtig ablesen. Das ist sehr gemein. Sehr, sehr gemein. Also, wir müssen hier tierisch aufpassen. Vor allem, ich verlaufe mich jetzt hier auch immer. Moment. Da sind zwei von den Viechern. Was war denn jetzt hier runter? Sind hier auch diese Basilisken? Hier waren die Ratten, ne? Genau, hier war der Kirk. Guck mal hier. Ach, das sind kleine. Ach, kommen sie schon. Angelaufen. Wow. Okay, alles klar. Hey. Hier hat was aus Menschlichkeit fallen lassen. Okay, hier ist zum Glück wieder ein bisschen ruhig. Oh oh. Hm. Kennen wir die Ecke? Da ist ein Glibberschleimvieh. Ach, ich glaube. Oh oh. Ah ja, lassen wir ihn mal wieder ein bisschen beruhigen. Okay, gut, alles klar. So. Moin. Guck mal, da sitzt jemand. Jawohl, okay. Ah, die geben echt nur 100. Das ist ein sehr mühseliger Akt. Hier haben wir noch ein Rädchen. Und die lockt uns auch eher in eine Falle. Ah, guck mal hier. Guck mal einer an. Können wir uns gleich mal umschauen? Guck mal, weiter runter. Da ist der Eingang für den Boss. Also wir sind ganz offensichtlich in einem Bossraum hier. In einer Boss-Arena. Okay, so langsam muss ich ja. Also schließt sich doch. Ach, wir müssen tatsächlich hier runter. Ach so.
Meine Güte, was ich alles vergessen habe. Aber ich war schon wirklich lange nicht mehr hier. Ich war lange nicht mehr hier. Hier ist nichts. Hier geht's noch weiter runter. Keine Gegner hier. Ah, hier gibt's noch ein bisschen Loot. Schwere Armbrust, schwere Bolzen. Alright. Dann mal kurz einen Blick drauf werfen. Leichte Armbrust, was verlangt die denn so? 14 Stärke. Gewicht 5. Könnte man auch einsetzen. Ist aber eigentlich nicht so mein Stil. Gargoyle Hellebarde. Ach, ich hatte mich übrigens ver... Hä? Gargoyle Hellebarde? Ach, die... Oh? Ich wusste gar nicht, dass wir so eine haben. Das irgendwie... Es sieht überhaupt nicht so aus, als könnte Otto die, die Waffe ordentlich führen. Na, ich bleib natürlich erstmal beim Uchikatana. Was sagt eigentlich der... Nein. Oh Gott. Das kommt hier hin. Hier holen wir uns das Uchi hin. So. Aber, was ich noch gucken wollte, war das hier. Ich habe mich nämlich vertan. Wir brauchen Stärke 20 hierfür. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und es skaliert. Ich hatte nämlich hier mir die Werte vom Claimer angeguckt. Habe ich in der, beim Rendern gesehen. Und es skaliert halt... also es macht richtig Schaden, aber es skaliert mit Stärke und nicht mit Geschicklichkeit. Deswegen ist das für uns gar nicht so sehr geeignet. Schade. Hätte ich auch mal gern benutzt. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, können wir wahrscheinlich durch die Mauer, durch die Wand durch. Aber das machen wir noch nicht. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem, mit der Exploration dieser Region hier. Aber ich finde den Weg nicht mehr raus. Das ist nicht so praktisch. So, hier ging es raus. Aber ich glaube, hier gab es noch mehr. Ah ja, guck mal. Die Treppe, die wollen wir auch noch hochgehen. Oh, guck mal. Eine verschlossene Tür, die wir vielleicht von einer Seite aus öffnen können. Ah, guck mal, wo wir sind. Nice. Sehr gut. Das ist also die Abkürzung für den Boss. Zum Boss. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Es gibt noch einen Bereich in den Tiefen, die wir noch nicht gesehen, also noch nicht vollständig gesehen haben. Das ist der Bereich, der von diesen Basilisken bewacht wird. So, guck mal, hier ist ein Händler. Wir können ein bisschen seine Waren kaputt machen. In der Hoffnung, hier tolle Waren zu finden, aber ist nicht der Fall. Sagen wir mal los. Sag mal, schwebt der? Sieht ein bisschen so aus, ne? Aber lass uns mal mit ihm reden. Hi, Shemaif. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Dann lass uns ein bisschen reden. I'm afraid I don't see anything here.